Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zum zweiten Video am heutigen Tage, am 26.02. Denn, ja, mir ist beim neuesten Video, ja, bei der Akaya-Suizidreaktion, ist mir ein Fehler unterlaufen und zwar hatte ich keinen Desktop-Sound. Und das Problem war, da ich den Desktop-Sound eigentlich nicht benutze. Ich habe eigentlich für alles Mögliche, für jedes Game habe ich eine eigene Audiospur. Beziehungsweise für die Games habe ich eine eigene und für Musik habe ich eigentlich eine eigene. Allerdings habe ich die nicht eingestellt für Reactions. Das heißt, ja, für Reactions benutze ich immer noch den Desktop-Sound. Aber, naja, egal. Deswegen droppe ich jetzt einfach die zweite Reaction auch noch heute. Und zwar habe ich wieder einen Song bekommen. Von AK, ja, beziehungsweise von nicht so geraumer Zeit, um ehrlich zu sein, vor ja 10 Minuten. Ja, gut, jetzt habt ihr es auch gesehen. Ne? Jetzt habe ich gerade noch mal eine Nachricht von ihm bekommen. Ja, wie gesagt, ich stehe so ein bisschen in Kontakt zu den Jungs, ja? Worüber ich sehr stolz bin, worüber ich sehr froh bin. Ja, einfach so, ich sag jetzt mal so ein ja, so ein kleiner Teil zu sein davon. Also. Ich bin jetzt kein Mitglied oder so. Davon abgesehen, ja, bin ich nicht. Ja. Aber darum geht es mir auch eigentlich gar nicht. Aber ich bin froh, dass ich meinen Kontakt mit den Leuten habe, so. Ne? Von daher, ich glaube, das ist für mich Erfolg genug. Ja, also von daher. Ja. Leute. So. Aber genug Gelaber, genug gebrabbelt hier um das doofe Zeug herum. Kommen wir zu der Reaction. Akaya Angst V1. Mix und Master bei Wavy Baby. Och, geiler Name einfach. Der Song geht so ein bisschen in die Richtung zu dem Song Immer wieder. Ja, wer sich noch daran erinnern kann, ich glaube, ich hatte dazu auch eine Reaction gemacht. Und das Edit. Ja, das Edit war ja auch zu dem Song Immer wieder. Ist auch bis heute immer noch mein Instagram-Profilbild, das Cover von dem Song. Einfach bis heute immer noch. Ja, selbst auf dem Zweit-Account von mir ist das Speed-Up-Logo, das Speed-Up-Cover mein Profilbild. Aber ja, gut, egal, genug gelabert, ne? Wir starten rein in das Lied Akaya Angst V1. Okay. Ich hatte gerade irgendwie so bei dem Namen, musste ich gerade irgendwie an das Rammstein-Lied denken. Ich weiß nicht warum. Egal, gib ihn, let's go. Warum nix Sound? Ach so, ich weiß warum. Weil falschen Kopfhörer drinne. Stark. Ja, ich hatte nämlich, wer es in der Reaction gesehen hat, ich hatte nämlich ein Headset auf, das ist gerade am Laden. Deswegen habe ich jetzt gerade hier meine In-Ear-Dinger drinne. Leider. Egal, so jetzt hoffentlich, bitte. Gut, jetzt können wir rein starten. Okay, auf jeden Fall sehr krasser Vibe zum anderen Lied. Jedenfalls sehr, sehr überschneidender Vibe. Ne? Der Himmel fährt durchs Rot in dieser Stadt. Ich bin mal wieder leer. Scheiß auf alles. Ey, ich will seit Jahren einfach gar nichts mehr. Also man hört auf jeden Fall auch den Vibe zu immer wieder raus. Ja, nicht wundern, die Nachricht, die ihr gerade die gerade reinkam von Instagram, das war Yuji. Ja. Ich schätze mal, das war wegen der Story, weil ich da reingeschrieben hatte, Meinung zum Dingen, zum Thumbnail, hatte ich da drin, ne? Und ich glaube, er hatte, glaube ich, jetzt außerdem das Falsche angeklickt.
Also, er hat einfach den Digga angeklickt. Kuss. Kuss, Digi. Stark. Ach ja. Passiert, ne? Passiert. Passiert mir aber manchmal auch, dass ich einfach das Falsche anklicke. Passiert mir aber auch. Öfter als ich zugeben will. Naja, egal. So, ja. Also man hat auf jeden Fall schon einen überschneidenden Vibe zu immer wieder. Gar keine Frage. Man hört das auch auf jeden Fall ein bisschen raus. Auch vom Beat her habe ich eher so gerade immer wieder im Kopf. Also, gut, kann auch sein, weil ich das Lied vorhin noch gehört habe, ne? Deswegen habe ich eher jetzt gerade noch mehr diesen Vibe dazu drauf. Aber er hat ja auch in der Audio, die er mir geschickt hat, gesagt, dass die Leute sich mehr so in diese Richtung von immer wieder was gewünscht haben. Daher ist er anscheinend zustande gekommen. Aber anderer Beat, auf jeden Fall. Ich glaube auch mit dem immer wieder Beat hätte das nicht funktioniert. Ich glaube, das hätte einfach ja, nicht so gepasst, weil ich sag mal so, immer wieder war ja ein bisschen mehr so, ne, immer ein bisschen mehr so, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, der Beat ist halt eher so ein bisschen, auch ein bisschen entspannter als der von immer wieder. Ich gehe mal davon aus, wenn der hier rauskommen sollte irgendwann, ich schätze mal, dazu wird es dann auch wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, wieder eine Slowed-Version und eine Speed-Up-Version geben. Wäre auf jeden Fall geil, weil die beiden die Speed-Up-Version und die Slowed-Version von immer wieder waren auch geil. Auch wenn ich nicht so wirklich der Fan von so Slowed-Dingern bin. Also was so Deutschrap-Mucke angeht, aber vom Army-Rap so Neffex, ne? Neffex-Sachen und so, die kann man gut als Slowed-Version hören. Das geht immer. Mache ich ja selber auch. Aber bei Akaya muss ich ehrlich sagen, da hört sich sogar Slowed geil an. Ne, Digga, da kann man auch einfach, glaube ich, nichts zu sagen. Gut, ich laber schon wieder zu viel, ne? Ich merke das schon. Trinken zu schneiden, meine Sünden, ich schreie. Ich weiß, dass ich nicht mehr ganz bei Sinnen bin. Okay, doch. Mann. Oh, okay, doch. Jetzt habe ich sogar noch mehr den Beat von immer wieder im Kopf. Jetzt sogar erst recht. Krass. Also man hat auf jeden Fall diese Schnittstellen zu den beiden Liedern. Oder zu dem Lied. Zu den beiden Liedern. Ja, krass. Stark. Leid und Schmerz ist nicht so, wie es so immer wird. Angst wird zu Panik, dass der Tod uns alle scheiden wird. Angst der Gegenwart ist Leben, ich schlecht in die Erde gehen. Blinde kalt der Boden, als ich weiß, ihr könnt mich alle sehen. Hab den Sand in meinem Kopf, lern ich, weiß ich, wo lang es hier geht. Konzentrier mich auf das Atmen, bevor ich den Not aufgehe. Für dich brauch dich, für mich brauch dein Segen, der alles nimmt. Vertreib meine bösen Geister, ich bin und ich bleib mein Kind. Ich brauche dich, brauch den Segen, der mir alles nimmt. Brauche dich, ich brauch dich bei mir, bitte vergiss. Geiles Teil. Geiles Ding. Geiles Ding. Wirklich geiles Ding. Naja, wir lassen den Beat nur ausklingen hier, natürlich, ne? Hört sich ja so. Aber, ey, ganz ehrlich, geiles Teil. Ich bin mal gespannt, wann das Ding dann rauskommt. Weil das Ding gehört definitiv auf Spotify. Definitiv. 100%. Ja. Ich bin ehrlich, Digga. Ja. Wann Release? ja. Also man hat auf jeden Fall tatsächlich diese Schnittstelle zu immer wieder. Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar immer wieder war das
dritte Lied, was er released hat? Na, dem gehen wir jetzt auf den Grund. Den gehen wir jetzt ganz kurz hier auf den Grund. Ich gehe mal da rein, ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz Spotify. Ja, ich mache das jetzt über ich mache das jetzt über den Browser, weil ich keinen Bock jetzt extra Spotify dafür zu öffnen. Moment denn. Okay, ja. Hier war nur das Lied jetzt, ja, aber wir können ja auch so rübergehen. Weil mich würde es mal ganz kurz interessieren, weil ich meine, das müsste eigentlich das dritte Lied von ihm sein. Ah ne, Unsterblich war das dritte Lied, was er released hat, okay. 3, gut 4, 5 so gesehen, 6, 7, 8. Okay, das achte Lied ist immer wieder, okay. Gut, dann habe ich jetzt gerade irgendwie was vertauscht. Ich war nämlich gerade im Gedanken so, dass immer wieder das dritte Lied war, was er überhaupt released hatte. Aber es war wohl schon das achte. Ja. Ups. Ah, ich nicht. Nee, aber geiles Teil auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja. Sagen. Kuss auf die Nuss, Diggi. Ich kann es immer wieder nur sagen, an die Jungs, ne? Kuss auf jeden Fall an euch, dass ich so ein bisschen teilhaben darf, ja, an Mucke, die noch nicht rausgekommen ist, ja. Ich küsse da auf jeden Fall eure Herzen. Ja. Und ja. Mal schauen, was sich so in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren noch ergeben wird. Mal schauen, was da alles noch so passieren kann, wenn man sich da weiter so ein bisschen den Kontakt noch weiter aufbaut. Ne? Wer weiß, was dann so passiert. Wer weiß, vielleicht hängt man dann irgendwann zusammen in irgendeiner Ecke. Wer weiß. Ja. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann.